Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Was geht? Heute gibt es den Ersteindruck von Synergy. Vielen Dank geht da natürlich raus an Synergy und an Goblin Studios, die mir dieses Video ermöglichen. Und ihr, kleiner Rabauken, habt die Möglichkeit, einen Blick in die Beschreibung zu werfen. Denn das Game ist jetzt hier im Early Access, hat viele neue Dinge am Start. Und ich möchte natürlich euch die Dinge zeigen, die für mich natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen, da ich dieses Spiel noch nicht getestet habe. Es ist ein Ersteindruck, ist ein cleaner Ersteindruck. Ich habe ein bisschen gespielt. Bisschen zum Reinkommen. Wir werden also das Tutorial quasi nochmal so ein ganz kleines Stückchen angehen, damit ihr auch so ein bisschen im Bilde seid und natürlich auch begreift, was hier so ein bisschen der Fokus ist. Ne? Es ist erstmal ein City Builder, das bedeutet, wir haben hier eine Zivilisation, die ein hartes Leben hat, die mit der Umwelt einerseits klarkommen möchte und auch klarkommen muss. Ne? Es sind sehr, sehr viele Gefahren, eine Zivilisation hier am Leben zu erhalten. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ja, und wie gesagt, jetzt im Early Access ist auch noch mehr am Stissel. Ihr wisst, wie es ist. Games sind stets bemüht, sich weiterzuentwickeln und natürlich auch entsprechend schon für euch zugänglich zu sein. Der Blick in die Beschreibung ist das Wichtigste. Das Game ist quasi ab dem 27.11. am Start. Also das Embargo ist da gefallen. Ich darf entsprechend drüber reden und Content machen. Also es geht darum, eine Stadt, eine blühende Stadt aufzubauen. Später kommen dann noch Bezirke dazu. Das bedeutet, es gibt dann natürlich auch einen entsprechenden Fokus, die natürlich kooperativen Spielstil ja, bevorzugen. Ne? Synergy ist der Name, das bedeutet da so ein Stück weit zusammenzuarbeiten und hier Synergien zu entwickeln, auch mit gewissen Radien und Einflussbereichen. Das ist so das Wichtige. Und der zentrale Platz lässt sich dann später nochmal so ein Stück weit weiterentwickeln. Wir machen mal die Pausentaste, das ist hier F1 tatsächlich. Wir beginnen damit, dass wir zunächst einen Platz bauen. Ich habe noch nicht alles rausgekriegt, muss ich sagen. Ich habe noch nicht alles begriffen, weil hier tatsächlich sehr viele kleine und große Details am Start sind. Das bedeutet, wir haben jetzt mal hier das normale Tempo. Wir platzieren erstmal unser Hauptgebäude, unseren Gründerplatz. Fangen an mit einem Lagergebäude. Also wir sind nicht ganz hoffnungslos. Das bedeutet hier mal so ein paar Grundressourcen, die aber irgendwann verschwinden. Gerade Rinde war für mich dann, als ich die Tutorials getestet habe, ein großes Problem, weil hier steht zwar, kann nachhaltig von Bäumen und Sträuchern geerntet werden, das habe ich aber nicht richtig hinbekommen, deswegen möchte ich das jetzt besser machen. Eine weitere Mechanik des Spiels ist, dass alles so einen kleinen Radius hat und einen gewissen Effekt und Bedürfnisse, also selbst Pflanzen, das ist jetzt quasi alles so ein Stück weit hinter mir, brauchen unterschiedliche Dinge. Das heißt, die Umwelt und mit ihr im Einklang zu sein, ist hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das bedeutet, Gebäude wird gebaut, die Units steuern sich dann quasi auch selbst. Ne? Wir erteilen Kommandos, wir bauen zum Beispiel etwas und dann muss das alles manuell von den Leuten selbst gemacht werden. Das bedeutet, wenn man Sachen transportiert, ne? Das kennt ihr alles, dann muss das natürlich dann auch irgendwann von jemandem durchgeführt werden und wir sind nur godartig derjenige, der die ganzen Befehle gibt. So, wir haben jetzt quasi unsere Gründung gebaut. Und jetzt ist das große Problem, dass man natürlich dafür sorgen muss, dass die Leute sich wohlfühlen. Das ist so das Erste. Gebäude lassen sich jetzt aktuell noch sehr schwer bauen, weil auf Sand macht das Leben nie Spaß. Anakin Skywalker weiß davon, ein Lied zu singen. Und wir bauen erstmal Wohnraum, ganz klassisch. Das bedeutet, wir bauen Zelte. Für die Zelte ist es natürlich dann später wichtig, dafür zu sorgen, dass es den Leuten quasi gut geht. Zufriedenheit wird unterschiedlich eingeteilt. Entschuldigung, also die müssen nicht ausruhen, die müssen schlafen und essen und trinken, das ist klar. So, dann müssen wir dafür sorgen, dass natürlich noch mehr Leute dazukommen. Das heißt, wir brauchen besonders viel Platz, wenn die sich wohlfühlen, machen die natürlich auch gerne Kinder. Na, und das ist interessanter. Na, das bedeutet, du solltest am Anfang das so aufbauen, dass ihr Wohnraum außer Bezirk profitiert nicht von Zufriedenheit. Das bedeutet, wenn wir es zu weit rausbauen, das ist kacke. Na, weil Zufriedenheit aufzubauen ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und achte darauf auf höhere Temperaturen. Sie können Wohnraum unbewohnbar machen, halte nach schattigen Plätzen ausschauen. Das sieht man nicht gleich auf den ersten Blick, aber das ist tatsächlich ein Schattenbaum. Das heißt, hier drüber kann man schon sehen, dass da natürlich entsprechende Schatten geworfen werden. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob sie stacken.
Aber ihr seht natürlich schon, dass der Gründerplatz so bewusst gewählt ist, dass wir hier, also wir sind surrounded des Todes, ne, von den wundervollen Bäumen hier an der Stelle. Das bedeutet, hier kann man quasi schon sehen, wo man sich temperaturweise noch wohler fühlen würde. Ne? Ihr seht, dass sich der grüne Balken so ein Stück weit da abändert. Und ich glaube, hier ist es besonders schön, weil man dann anscheinend doppelten Schatten ausnutzt oder so. Ne? Also ganz perfekt kenne ich mich quasi nicht, noch nicht so richtig aus. Hier fühlen die sich besonders wohl. Ne? Aber hier ist auch mein Essen. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich lasse auch bewusst eine Stelle frei. Das heißt, wir machen unsere Häuser mal hier so hin. Ist jetzt nicht super schattig, ne? Aber guck mal, also überall ist so ein Bäumchen am Stessel. So, jetzt wird das Ganze gebaut. Das heißt, die nehmen ganz klassisch Material von hier. Das ist auch entsprechend aktuell unser Main-Lager. Wir haben natürlich dann hier noch eine Auflistung von anderen Dingen, die wir dann auch noch benötigen. Hangeln uns jetzt aber so ein bisschen an dem Tutorial entlang. Das Ausrufezeichen wird übrigens dann rausgedonnert, wenn der Hinweis kommt, hey, wir haben es gebaut. We did it! Na, wir haben es geschafft. So, nächster Schritt ist quasi abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, zu analysieren. Und das bedeutet, Ressourcen zu sammeln, ohne die zu verstehen. Es ist eigentlich cool gemacht, ist eine sehr, sehr schöne Idee. Ist halt ein bisschen Quatsch, nicht nur, weil es eine gewisse Gefahr ist, sondern Nachhaltigkeit ist halt so ein Thema. Das bedeutet, Dinge rauszureißen, ist ein bisschen anders als zu trimmen. Ne? Deswegen versuchen wir jetzt Folgendes zu tun. Und zwar bauen wir jetzt ein Feldlabor. Und das habe ich beim letzten Mal so ein bisschen verkackt und möchte das ein bisschen besser machen. Das bedeutet, du musst die Stadt entwickeln, du benötigst Ressourcen, ist klar. Das heißt, das Labor untersucht Pflanzen, gewährt dadurch einen Wissensbonus, was dann später für Forschung und so weiter sehr, sehr wichtig ist. Jedoch nur in Reichweite, in seiner Reichweite, genau. Solltest du also strategisch klug platzieren, damit es dann mit deiner Zelt entsprechend abgedeckt werden. Das bedeutet, ihr könnt schon sehen, dass natürlich jedes Gebäude einen Radius hat. Einerseits ist natürlich der Radius zum Platz sehr wichtig und das Ding will natürlich mehr Wissen aufbauen, das heißt, wir brauchen mehr Leute in der Nähe. Was hier aber auch anscheinend einwandfrei funktioniert. Das heißt, ich werde mich hier dann so ein bisschen nach unten bauen. Das ist so ein Stück weit das Ziel. Dann müssen wir natürlich noch Bürger zuweisen. Das heißt, hier kann man schon sehen, wie viele Plätze wir gerade haben, wie viele Bürger wir besitzen. Ich mache da quasi gleich noch ein paar mehr hin, würde ich sagen. Na, das kostet ein bisschen Ressourcen zu Beginn, also das zu überwachen. Kann manchmal so ein bisschen gefährlich sein. Ihr seht ja schon, dass wir hier natürlich die Gesamtressourcen vereint haben, aber also Rinde. Ich musste diese Bäume weghacken. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege das jetzt besser hin, als ich das vorhin gemacht habe. Das heißt, wir bauen noch ein paar Zelte. Ich bin immer so einer, ich will tatsächlich noch ein paar Plätze mehr zur Verfügung haben. Jetzt wurde das Forschungslabor gebaut. So, indem du deine Laboranalysen der Umwelt durchführst, kannst du die Eigenschaften von Pflanzen in der Nähe herausfinden. Mit diesem Wissen kannst du Ressourcen beschaffen, ohne, und das ist das Wichtige, dass deine Bürger die Umwelt oder den Bürger oder die Umwelt leiden müssen. Die erste Analyse, die Oberflächenanalyse, zeigt dir das Ergebnis der Aktion Entfernen und des Erntens der Pflanze. Ja, das sind zwei verschiedene Aktionen tatsächlich. Diese Analyse gewährt nur Informationen zu Ernteaktion. Aktion soll das, glaube ich, heißen. Die bereits freigeschaltet sind. Für neue Aktionen musst du eine neue Oberflächenanalyse durchführen. So. Und jetzt sagt das Spiel schon, dass wir diese Sauerbeeren untersuchen müssen. Und das machen wir auch. Das bedeutet, wir machen eine Ernteanalyse. Wir machen hier eine Ernteanalyse. Dann noch eine. Und dann würde ich gerne gucken, was passiert, wenn wir ganz viele davon analysieren. Weil ich will wissen, ob ich diese, also ihr seht schon, man kann dann später entfernen. Ich will das aber nicht. Ich will nicht entfernen. Ne? Ich will, dass der Baum stehen bleibt und trotzdem uns irgendwie Rinde beschafft. Und das ist so eine Sache, die bisher eine kleine Problematik darstellt. Ich weise mal noch mehr Leute zu. Das wäre jetzt so mein Plan. Das bedeutet, wir haben ja Platz zur Verfügung. Hier könnt ihr schon sehen, dass natürlich Leute immer übrig lassen sehr wichtig ist. Weil Sachen auch transportiert werden müssen. Ne? Aber hier würde ich halt sagen, wir analysieren mal so gut wir können. Ne? Ihr seht schon, die laufen dann quasi hin und her. Dann machen die ihre krasse Forschung. Dann schreiben die das noch auf und tüdeln und machen. Und jetzt ist eine Forschung durch. Das heißt, ich kann den Analysebericht anschauen und dann quasi sehen,
dass, wenn ich den Busch entferne, kriege ich Zweige. Die Sauerbeeren lassen sich quasi pflücken. Das ist wichtig, weil wir natürlich das jetzt kontinuierliche Nahrungsquelle haben wollen. Und wir können trimmen. Ja. Die Zweige des Sintflutbuschs wachsen sehr schnell nach, damit sie regelmäßig getrimmt werden können. Das heißt, wir können hier theoretisch dafür sorgen, dass wir diese Stöcke, diese Zweige kriegen, ohne dass der kaputt geht. Wir können also entfernen oder wir können tatsächlich trimmen, was ein sehr, sehr großer Unterschied ist. So, jetzt untersuchen wir die Bäume. Um unsere Stadt voranzubringen, müssen wir noch ein paar Materialien besorgen. Zum Glück befindet sich ein kleiner Steinbruch mit borealen Gestein gleich südlich. Das sind die hier, diese, seht ihr es nicht? Das hier, den könnt ihr sehen. Da können wir so ein bisschen abbauen. Ja, den können wir entfernen. Das wächst ja offensichtlich nicht nach. Ja, und dann können wir das einlagern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben hier verschiedene Lagerorte zur Verfügung. Keller so nahrungsmäßig, Lagergebäude ist halt so für Baumaterialien häufig. Und dann haben wir noch Wasser und Gift. Und das heißt, hier muss dann entsprechend auch eingelagert werden. Ne? Ich weiß nicht, wir können den Transport, ich weiß nicht, wo wir Transport bestimmen können. Wege machen wir jetzt auch gleich. Der Trägerturm, genau. Der Trägerturm können Leute zugewiesen werden. Das bedeutet, wir haben dann automatische Träger. Den Trägerturm selbst habe ich jetzt aber noch nicht gebaut. Auch noch nicht gefunden, tatsächlich, zum Bauen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt ein Lagerhaus, weil die sollen Dinge einlagern. Und wir haben die 1. Die 1 ist sehr, sehr wichtig, weil nun beginnt das Bauprojekt Straße. Die Wege machen lächerlich viel aus. Also der Move-Speed-Unterschied, Leute, ist gelinde gesagt astronomisch. Also die sprinten da diesen Weg entlang, das hast du noch nicht gesehen. Deswegen möchte ich, dass das entsprechend hier, guck mal. Pass auf. Wenn du jetzt was holst, look at that. Das ist übelst krass. So, jetzt entfernen wir den ganzen Bums. Wir haben ja hier unser Baumenü. Wir haben unser Zerstörungsmenü, aber wir haben unser Pim Pam Pim super Abbaumenü, was wir natürlich jetzt hier entsprechend nutzen werden. Das Feldlabor soll übrigens diese Bäume forschen, also das würde ich gerne noch untersuchen. Das bedeutet, unsere erste Forschung hat wir gegeben, wenn wir diesen großen Baum fällen, kannst du den Stamm zersägen und Rinde verwenden, okay? Das ist unsere erste Variante. Ich hätte aber gerne noch weitere. Das bedeutet, wir setzen jetzt quasi fort. Na, und hoffen, dass da noch mehr geht, dass wir darüber noch mehr rauskriegen. Wir haben ja hier den Busch, den werden wir auch gleich nutzen, keine Sorge, aber wir machen erstmal ein Lagerhaus. Der wartet hier noch auf Bauarbeiter. Wir geben dem Ganzen mal so ein bisschen Prio. Die werden, glaube ich, noch den Move zu Ende durchführen. Ich glaube, so ist der Plan. Ich habe jetzt anscheinend doch noch nicht genug Leute. So. Genau, das hat hier noch nichts gebracht. Ich hoffe, dass da noch mehr Informationen kommen, weil das ist das, was mich so ein bisschen stört, dass ich den hier fällen musste, weil irgendwann geht dir die Rinde aus. Und hier steht auch, sie lässt sich nachhaltig von Bäumen und so weiter ernten. Na, mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier entsprechend die Bauarbeiter. Die Ressourcen haben sie jetzt gedroppt, also die haben die Aufgabe erfüllt, was richtig ist. Na, und jetzt steht es hier rum. Jetzt warten die natürlich, bis das Gebäude hier ready ist. Wege kosten übrigens gar nichts. Das heißt, die können die auf jeden Fall fleißig spammen. Das hier ist mehr so ein Grundlager. Ich weiß gar nicht, ob er hier lagern kann. Nee, der chillt hier. Er kann es tatsächlich nicht. Na, das bedeutet, wir müssen warten, bis der Spaß hier fertig ist. So, und hier seht ihr schon, die Forschung, die haben wir jetzt gemacht, aber die hat nicht viel gebracht. Was sehr, sehr schade ist tatsächlich. Na gut, wir forschen jetzt jedes andere Objective, was wir bisher noch nicht geforscht haben. Und vielleicht kann man das dann später nachhaltig machen. Ich würde, also, das Ding ist halt, das sind noch die einzigen Bäume, die ich hier habe. Na, ich fühle mich halt sehr schlecht, wenn es hier kaputt geht. Wir haben das Lager aber jetzt gebaut. Das heißt, die Ressourcen werden auch entsprechend genommen. So, jetzt brauchen wir Wasser. Wasser ist hier am Start, aber ihr seht, es ist tatsächlich disgusting. Na, das werden wir quasi noch selber sehen. Das bedeutet, wir bauen erstmal einen Keller, damit unsere Nahrung gelagert wird. Ich würde das einfach mal hier machen. Alternative wäre hier, by the way. Da könnte ich hier noch drumherum weiterbauen.
Eigentlich auch nicht schlecht. Wir machen mal hier unser Lager. Also unseren Keller, wo aber gelagert werden kann. Und ihr seht schon, wir brauchen irgendwann diese Rinde. Und diese Rinde, vielleicht bin ich einfach zu dumm. Das kann auch sein. Weil der ist dekorativ und schattenspendend. Und ich will ja eigentlich diesen Schatten haben. Ich würde das gern haben. So, Forschung ist dann natürlich auch ein Punkt. Ich spoilere jetzt so ein bisschen. Da kommen wir auch noch zu. Und ich würde gern wissen, wohin dann die Forschung quasi gehen könnte. Na, wir haben hier noch die Werkzeugproduktion. Vielleicht brauche ich Werkzeuge, um die Rinde zu ernten. Ich weiß es noch nicht ganz. Na, ich kann es noch nicht ganz sagen. So, wir bauen jetzt mal einen Keller. Der Keller. Der Keller ist unser Lagergebäude. Das ist sehr wichtig. Und der kann dann später, oder der kann uns dann quasi die Erntehütte auch so ein bisschen freischalten. So, wir haben jetzt quasi mehr noch gemacht. Na, jetzt können wir schon sehen, was wir noch mit anderen Dingen machen könnten. Das bedeutet, wir können, wenn wir die Zweige von diesen versteinerten Pilz trimmen, kannst du ein paar Blöcke entnehmen. Ne? Und das Trimmen ist normalerweise so, dass es noch halbwegs funktioniert. Ne? Das bedeutet, ja, dass wir natürlich da einen kleinen Vorteil haben. Wir können theoretisch noch einmal länger bauen, aber ich sehe schon, also die Rinde ist alle, Leute. Wir haben ein rindales Problem. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Arbeiter übrig. Solange das Gebäude da gebaut wird. Ich baue das hier mal auch ab. Der Stein wächst ja eh nicht nach. Und die Aufgabe habe ich jetzt auch gleich erfüllt. So. Das heißt, der ist glücklich. Wir haben jetzt hier weitere Analyseberichte. Und hier sehe ich schon, der Stamm des Zündsprosses ist zu hart und kann nicht viel genutzt werden. Aber wir können die Rinde sammeln und als Baumaterial verwenden. So, jetzt ist hier entfernen und pflücken. Und das ist das Wichtige. Daher kriegen wir die Rinde. Wir können hier also zerstören, entfernen, aber auch pflücken oder trimmen für Zündkerne. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht verwendet. Und das war die Info, die ich, glaube ich, beim letzten Mal verkackt habe. So, jetzt müssen wir hier einstellen, dass wir 100 Sauerbeeren und 100 Trinkwasser benötigen. Das machen wir aber mal. Boom. So, das ist der Plan. So, und hier steht es quasi nochmal da. Das Entfernen wird zerstört, hier wird gesammelt. Und das ist super wichtig. Ernten macht einen riesen Unterschied. Auf diese Art und Weise können nachwachsen und gut abgeerntet werden, was es nachhaltig macht. Genau. So, jetzt haben wir hier die Erntehütte. Und die Erntehütte hat Gott sei Dank abartige Range. Und die brauchen wir auch. Die brauchen wir aber, ihr seht schon, eigentlich mehrmals. Weil hier oben kriegen wir über die Ernte sehr viel Nahrung und da unten bekommen wir oder ich mache hier mal weniger Leute. So, weil aktuell kann ich hier, also ich habe hier nichts Neues mehr, ne? Ich glaube, ich brauche den gar nicht mehr, weil ich wüsste jetzt nicht, ob der jetzt noch, ich glaube nicht, dass der uns noch Forschungspunkte bringt. Das heißt, wir warten jetzt, bis der Bums hier fertig ist und bauen dann eventuell ganz einfach noch so ein Ernteding hier unten hin. Der profitiert jetzt nicht von dem Bonus, aber das finde ich eigentlich gar nicht so tragisch. Das finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. So, das heißt, wir bauen den Boy. Dann werden wir uns gleich um Essen kümmern. Ne? Die Sauerbeeren sind das Wichtige, also die Erntehütte will er haben. Dann sollten wir einen Pflücker. Und dann brauchen wir den Rindepflücker. Weil Baumstämme habe ich auch nicht mehr. Können durch bestimmte große Baumarten gewählt werden. Ja, und jetzt ist dann natürlich die Frage, wie viele Baumstümpfe brauche ich denn dann noch? Und woher kriege ich Baumstümpfe? Weil ich will diese schattigen Bäume ja auch nicht kaputt machen. Weil ihr seht, das sind 38 Grad. Können Hitzeschlag erleiden, wenn sie ein Gebäude essen, das ist 55, Alter. Der über 70 Grad Hitzeschlag garantiert. Ja, also schon früher, Leute. Ihr könnt auch mit 38 Grad draußen einen soliden Hitzeschlag bekommen. Gut. Das Ding ist aber fertig. Pop. Das bedeutet, hier werden wir jetzt pflücken. Boom. Na, die hier werden entsprechend am Pflücken. Ah, können wir fast hier beides machen. So. Das heißt, wir machen das. Wir brauchen natürlich hier noch ein paar Mitarbeiter. Und hier machen wir auch gleich noch zwei Mitarbeiter.
Ja. Genau. Das sieht auch gut aus. Wohlbefinden. Ja. So, und dann nehmen wir hier ein und trimmen jetzt. Aha. Guck mal, das ist Trim. Aber wir können ja auch Rinde pflücken. Und das habe ich letzte Runde verkackt. Ich habe die Bäume zerstört. Das war dumm. Und das passiert mir nicht nochmal. Ne? Ihr merkt, Tutorial kann man auch schlecht machen. Wenn man Maxi Markov heißt, aber das passiert hier hoffentlich nicht. Hier haben wir noch das Buch des Wissens, wo man nochmal alles grob dasteht. Ja, so eine Gesamtzusammenfassung ist auch am Stissel. Ich überlege, ob wir hier vielleicht noch Wege hochbauen, damit die entsprechend schneller sind. Weil die Wege kosten nichts. Haben bisher keinen Nachteil. Und ihr seht, die sprinten dann hier entsprechend entlang, weil die müssen das, glaube ich, bis runterbringen. So, jetzt haben wir noch Trinkwasser. Für Trinkwasser sind folgende Gebäudetypen notwendig. Produktion und Veredelung. Ja, das heißt, wir brauchen einen Anlegeplatz. Den müssen wir auch zurechtdrehen. Und der extrahiert dann Giftwasser und dann ein Klärbecken, um das Ganze sauber zu machen. Und das konnte ich nicht richtig tun. Es ging nicht, weil ich dumm bin. Ja, und diese Dummheit, die ändere ich jetzt. So, das heißt, wir machen mal den hier, in der Hoffnung, dass die alle gut versorgt werden. Ne? Ermöglicht den Bürgern, folgende Ressourcen zu lagern. Genau, also die Bürger können quasi nicht bei sich zu Hause lagern, sondern die Lagerung erfolgt quasi hier. Ne? Und hier natürlich. Deswegen das in deren relative Nähe zu bauen, ist sehr, sehr wichtig. So, dann haben wir hier noch diesen Fruchternter. Ne, warte mal. Q und dann 1, genau. Fruchternter, das ist Gift, meine ich. Das ist eklig. So, und seht ihr das hier? Das ist das Problem. Das habe ich immer verkackt. Ich hatte angefangen, Bäume zu hacken. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir teilen hier zwei Pflücker ein. Und die pflücken uns den Shit. Während der das ja quasi, das ist ein bisschen ärgerlich, dass er zuerst die Anlage baut, aber gibt schlimmere Schicksale. So, das heißt, der hier ist schon ordentlich am Tüdeln. Wetter spielt dann auch eine große Rolle. Also wie gesagt, ich kann euch empfehlen, dann auch erstmal das Tutorial zu spielen. Das Spiel rät auch dazu. Man hat ja hier noch einen freien Modus und so eine Art Kampagne. Aber ich finde das hier erstmal in Ruhe runterzuspielen, weil es doch komplexer ist, als ich dachte. Also die einzelne Einteilung spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle. Das Transporthaus kann ich übrigens noch nicht bauen. Also hier sind wirklich alle Gebäude, die ich habe. Und wir werden, also ich zumindest mag das dann, feste Transporteure zu machen, weil die Besonderheit ist, nicht nur, dass du deine feste Einteilung hast, wer macht was, sondern die Transporteure können statt 20, 50 Ressourcen quasi eine Art transportieren. Was ja offensichtlich schneller ist. So. Das heißt, hier wird jetzt noch fleißig getrimmt, beziehungsweise gepflückt. Na, und Nahrung pflücken wir auch genug. Also Sauerbeeren kriegen wir tatsächlich gut rein. Wir können jetzt hier einen schon mal ins Klärbecken packen. Aber wir machen erstmal, also wir brauchen zwei an dem Anlegeplatz. Weil das hier produziert sehr schlecht. Also ultra langsam. Ich frage mich, ob das dann wie bei anderen Spielen dieser Art auch eigentlich so gemacht werden muss, dass man ja so Build-Orders quasi hat. Ne? Zwei Mühlen, ein Bäcker und so weiter. Oder ob man hier eigentlich zwei Anlageplätze braucht. Aber das gucke ich mir jetzt gleich noch genauer an, wenn der Spaß hier fertig ist. Ihr könnt natürlich auch die Zeit beschleunigen. Das ist auch kein Problem. Ne? Dann geht der Bums ein kleines bisschen schneller. Aber ich bin tatsächlich so, ich mag das, wenn es ein bisschen langsamer ist. So. Ich mag das, wenn es langsamer ist. So, dann haben wir hier den hier. Das heißt, hier muss natürlich auch jemand vor Ort sein. Der erklärt das Ding. Dem ist jetzt natürlich scheiße langweilig, weil wir noch nicht diese Gift-Pot-Effizienz haben. Hier können wir schon sehen. Ah, da fehlt einiges. Jo, das ist klar. So, das ist jetzt nämlich jetzt erst da. Und hier steht Effizienz 62%. Anzahl der Bürger. Na, gucken wir gleich. So, wir haben jetzt ein paar neue Leute bekommen. Und jetzt geht es darum, Wissen quasi noch weiter anzulegen. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Sätze.
dass sie quasi fast der Auslöschung gekommen sind. Andere behaupten, dass wir einst Bibliotheken voller Wissen besaßen, die jedoch die Bedrohung durch die Umwelt leider nicht überstanden. Und das ist krass, weil das stimmt halt wirklich. Ne? Wissen wird ja oder wurde ja im Kopf weitergegeben von Geschichte zu Geschichte, von Ohr zu Ohr. Oder von Mund zu Ohr eher. So, das heißt, wir müssen jetzt anfangen zu forschen. Jahreszeiten spielen auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ne? Ihr seht schon, 40 Tagen ist quasi ein Zyklus vorbei, was ja, also was schnell ist. Na, bei uns wäre ja ein Zyklus, wenn man jetzt die 4 Jahreszeiten bedenkt, nicht bei 40 Tagen. Aber hier ist es quasi so. Und wichtig ist dann natürlich dann zu forschen. Das ist jetzt so eine Sache, wo es jetzt bei mir mit dem Tutorial quasi blind weitergeht. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Produktion. Ich würde gerne wissen, wie schnell. So, das heißt, ja, ist mit Säuren aus der Umgebung verseucht und Segen und Fluch zugleich. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute brauchen wir für ein Klärbecken? Das ist so das Ding. Das heißt, die pumpen das dann ja fleißig raus. Die Produktion dauert. Also ihr seht, das ist ganz, ganz langsam. Na, bedarf also wirklich viel Zeit. Wir gehen derweil auf die Forschung ein und ihr seht, dass es dann natürlich ja entsprechende Forschungstrees gibt. Das wird auch, wie gesagt, immer noch erweitert. Und wir sollen jetzt, und das ist halt wild, weil im Tutorial, wir können jetzt theoretisch auch irgendwas anderes auswählen. No. Wir können jetzt aber die Zukunft der Gemeinschaft forschen. Unsere Wissenschaftler sind die treibende Kraft hinter technologischen Entwicklungen, das ist logisch, die unser tägliches Leben erleichtern. Um ihnen dabei zu helfen, ihre Projekte umzusetzen, sollten wir ein Forschungszentrum bauen, das seinen eigenen Energiebedarf deckt. Energie spielt dann später quasi auch eine Rolle. Also wir haben hier Forschungspunkte. No. Wir haben 9 von 300, finde ich gut. Das heißt, das Ding schalten wir frei. Und ihr seht schon, man kann sich dann hier noch weiter nach oben begeben, was wir jetzt natürlich finanziell, oder ja doch finanziell, nicht schaffen. Wir können jetzt ein neues Gebäude bauen. Da ist das Forschungszentrum, Leute. Ihr seht, es ist schon groß. Also ein großer Oschi. Den platzieren wir jetzt. Und machen aber auch gleichzeitig unsere Wege weiter. Ich weiß nicht, ob ich da immer noch so eine Lücke lassen sollte. Eigentlich ist es besser, eine Lücke zu lassen, damit die Wege einfach zum Zentrum ein bisschen entspannter erfolgen. So, der hier langweilt sich nach wie vor wie Sau. Also Wasserproduktion, die läuft noch ganz gut. No, aber es ist, ist schwierig. Deine Bürger verbrauchen 60 Einheiten pro Zyklus. No, das bedeutet, wenn hier die 40 Tage rum sind, ist ja entsprechend ein Zyklus rum und dann kriegst du ordentlich etwas abgezogen. Das Gebäude müssen wir dann zuweisen, das wird auch ein bisschen dauern. Ich will euch aber hier das hier nochmal zeigen. Das bedeutet, wir haben jetzt das Ganze produziert. Der Boy holt das, schleppt das dann dahin. Hat das, glaube ich, hier reingeheatet, oder? Hat er das direkt da reingewuchtet? Anscheinend. Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das jetzt reingedonnert hat oder nicht. Na gut, wir haben nicht mehr viele Plätze frei. Ich weiß nicht, ob wir noch neue Bewohner wollen, aber eigentlich ja. Leute, wir sind hier in einem Dorf. Wir kommen über Masse. Wir haben ja Rinde. Also wir ernten ja Rinde so ein bisschen. Sollten jetzt, denke ich, hier... Na, sehr genau so. Eine neue Quelle anzapfen. Das heißt, einmal hier... Und einmal da. Bam. Gönnen wir das hier mal. Wir machen nicht die Bäume kaputt. Also ich will auf jeden Fall aus dem vorherigen Spielstand so ein bisschen lernen. Bisher sieht es ja trinkwassermäßig ganz gut aus. Ich hätte plus hier gerne mehr. So, Zelte sind gebaut. Platz ist da. Die können sich also ernähren, wollte ich gerade sagen. Die können sich erweitern. Vermehren. Gebären. So, das Ding ist noch nicht ganz fertig. Es ist ein sehr großes Gebäude. Die klettern hier auch übrigens hoch und so. Also es sieht schon sehr, 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 sehr süß aus, wie sie hier alles bauen. Ist ja noch das Tutorial-Gebiet. Na, ihr merkt natürlich, dass das hier alles so leichte Limits hat. Jetzt hat er geklärt. Guck mal, jetzt haut er das hier rein. Und dann könnt ihr sehen, dass der natürlich... Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Wow, also das mit dem Zyklus nimmt der sehr ernst.
8 Tage. Vorredig 200. Das haut dann ja gar nicht hin mit dem Verbrauch, ne? Oh, da bin ich sehr gespannt, wie er das meistern will. Aber das würde er mir hoffentlich sagen. So, wir lassen jetzt hier ein paar Leute forschen. So, das bedeutet, die dürfen jetzt entsprechend irrigieren. So, und jetzt kommt der Teil, wo ich wirklich super blind bin, weil das habe ich jetzt schon besser hingekriegt als vor uns. Die Erweiterung deiner Stadt erfordert die Entwicklung neuer Bezirke. Schalte Orte durch die Forschung frei, um deinen Gründerplatz, das ist das erste Gebäude, was wir gebaut haben, in einen von 6 fortschrittlichen Plätzen umzuwandeln, die jeweils einem Typ von Platz entsprechen, spezielle Eigenschaften besitzen. So, das bedeutet, das Freischalten von Markierungen erfordert Ressourcen, doch mit ihnen kannst du die Zone des Bezirks beliebig ausdehnen, was natürlich auch sehr wichtig wäre. Du musst die Pflanzen, die benötigen Ressourcen, diesem und deinem Bezirk verbessern. Nutze dein Buch des Wissens, um Informationen über die Umgebung und so weiter zu sammeln. So. Das heißt, ich kann jetzt hier erstmal Tische und Grünflächen erforschen. Das bedeutet, wir haben dann dadurch die Möglichkeit, fortschrittliche Bezirke zu machen. Und das ist der grüne Platz. Das ist der Ständeplatz. Und den will das Spiel. Oder den will zumindest das Tutorial. So, das bedeutet, wir jieten jetzt hier unsere Forschungspunkte rein. Und jetzt können wir daraus, oder sollen wir daraus, einen Ständeplatz machen. Da ist er. Und jetzt ist das Wichtige. Jetzt kann ich mir den leisten. Leute, ich habe vorhin total verkackt, weil ich das mit dem Trim schlecht gemacht habe. Ich habe einfach die ganzen Bäume zerstört. So, das heißt, die Anzahl der Arbeitsplätze in den Bezirksgebäuden, Schmiede, Küche, das habe ich alles noch nicht gebaut. Na, die geht so ein bisschen höher. Lagerkapazität geht übel hoch, plus 800. Ja, das ist auf jeden Fall ein solider Wert. Das bedeutet, das setzen wir jetzt fort. So, und jetzt haben wir den Ständeplatz. Um bestimmte Ressourcen zu erhalten, muss eine Veredelungsphase durchlaufen werden. Zum Beispiel Werkzeuge, die in der Schmiede hergestellt werden, oder Mahlzeiten, verbraucht von Bürgern, die in der Küche zubereitet werden. Finde ich beides logisch. Bestimmte vielseitige Produktionsgebäude können mehrere Ressourcen herstellen. Produktionsmodule ermöglichen es, die Ressourcen auszuwählen, die du produzieren willst. Außerdem wählst du die Produktionsmethode, in der du das entsprechende Rezept auswählst. So kannst du die in deiner Umgebung verfügbaren Ressourcen nutzen. Ja, okay. Du musst Pflanzen die Bedingungen vorstellen, um einfache Mahlzeiten zu bereiten. Sieh dir verfügbare Rezepte in der Küche an. Wähle eines, abhängig von den verfügbaren Ressourcen der Begegnung. Nutze den Buch des Wissens, um Informationen zu kriegen. Okay, sehr gut. Also, wir gucken jetzt erstmal weiter. Warte mal, was ist das? Dekoration. Die Dekoration ist... nein, das habe ich nicht ausgewählt. Wir machen mal E. So, jetzt kommen wir hier ein Regal. Ist total... Also, why? Werde ich nicht tun. Wir werden nicht irgendwie dekorieren. Ich sagen. Bei mir muss alles pragmatisch und sehr, sehr nützlich sein. So, mobiler Arbeitstisch. Auch Dekoration. Also ist zwar nett, dass es das gibt. Ich weiß noch nicht, ob der actually dann wirklich da dran arbeitet. So, was wollen wir? Schalte die Zubereitung von Mahlzeiten frei. Das machen wir. Also, wir haben hier eine Mühle. Wir haben hier die Werkzeugproduktion und wir haben hier Gesundheit, Kundungsmission, Zubereitung von Mahlzeiten. Da ist es. So, Gemeinschaftsküchen werden rohe Lebensmittel zu schmackhaften Mahlzeiten. Oder so. Genau, sehr gut. Es kostet sehr, sehr wenig Wissenspunkte. So, baue 1 Küche. Machen wir. Da ist die Küche. Genau, die bereitet Zugangsform, die Hitze der Ressourcen zu reproduzieren, die Vielzahl von privaten Öfen. Das ist die Frage, ob die einen Radius haben. So, wir bauen das Ding erstmal. Es freut sich, in der Nähe der Plätze zu sein, aber keinen weiteren Bedarf bisher, ne, an irgendwas. Ich weiß nicht, ob das Lagergebäude näher dran sein muss. Naja, wir machen mal so. So. Bruder, der klärt so langsam. Ich habe richtig Schiss, einfach zu verdursten. Ich habe einfach wirklich pure Panik. So, hier können wir aber nichts Neues forschen. Ne? Also man sieht ja schon, dass normalerweise so Ausrufezeichen oder Fragezeichen da waren. Das heißt, das ist bisher nicht vonnöten. Plätze haben wir noch 8.
Ja, ihr könnt hier noch in Ruhe pflücken, ne? Ja, der macht ja. Sieht so aus, als wenn der chillt, aber ich glaube, der bereitet es noch so ein Stück weit zu. Also das ist das Wildeste. Der wuchtet vorrätig 10. Das Klärbecken ist so slow. 1 bis 2 Bücher, 4 bis 8 Tage. Ja, siehst du, das arbeitet doppelt so schnell. Bestimmt 2 Klärbecken. Ich mache mal zur Sicherheit noch ein zweites Klärbecken. Ich kann dem Ganzen hier nicht vertrauen. So, die Küche ist bald fertig. Da kümmern wir uns um richtiges Essen. So, ich habe natürlich, also alles kann hier auch in irgendeiner Form halt genutzt werden, ne? Das ist, oh, Tab kann man auch drücken. Oh, sehr praktisch. So, hier ist der Zunersspross wieder nachgewachsen. Und die machen das hier alles automatisch. So, Küche fast fertig. Mein Kaffee ist natürlich schon länger fertig. Oh. Bis 16 Uhr, Leute, ist mein Limit. Und jetzt ist es... Ja, es ist 16.22 Uhr. Aber ich habe... Also bis den 16 mache ich schon den letzten. So, Ruhe bitte. Wähle ein Rezept, um die Produktion zu starten. Wir haben einfache Grütze. Oder das. Eine Pilzsuppe. Guck mal, wir haben hier dieses Wasser. Oh, der hat ein Nebenprodukt. Die haben Nebenprodukte. Einfache Grütze ist mit Samen. Wir machen mal die Pilzsuppe. Weil Pilze kann ich tatsächlich ernten. Guckt mal, wir haben da oben Pilze. Und wir haben da ein paar Sachen. Ich gucke mal, ob ich die trimmen kann. Nein, Trim ist nur, da bekommen wir Zweige. Hm, das ist nicht beständig. Das ist nicht gut. Eine Sekunde, wir gehen in das Buch des Wissens. Können abgeschnitten werden. Oh, das ist nicht dauerhaft. Um die gesamte Pflanze zu ernten, das ist nicht gut. Der ist invasiv. Okay, dann wir befolgen jetzt mal das, was das Game sagt. Wir töten diese Pilze hier. Okay. Machen die Pilze kaputt. Dann lassen wir hier auf jeden Fall einen Koch arbeiten. Oh, gleich 2. Hier, danach fragt er. Kann ich die Pilze, also da kann ich die normal ernten? Ich bin ein bisschen irritiert. Ob dann die Forschung, ob ich noch einfach nochmal forschen sollte. Ich mach das mal an, weil das mit der Forschung habe ich nicht ganz gerafft. Ich hätte gedacht, dass man deeper forschen kann. Alter, das ist aber ein Monsterofen. Jetzt habe ich das jetzt gerafft. Das ist ja die übelste. Oh mein Gott, das dauert lange. Ich meine, wir haben sehr viel Blaubeeren, wir werden auf jeden Fall nicht sterben. Wir haben jetzt auch den ersten Zyklus bald hinter uns. Das Klärbecken ist auch bald durch. Gott damn, das arbeitet so langsam. Ihr seht es nicht, Leute. Aber das dauert zu lange. Also es ist ja geisteskrank slow. Das macht mir Angst, weil ich bin bei Survival, Leute, bin ich immer, ich will alles immer übervorrätig haben. Bei mir muss es immer eine Tonne zu viel geben. Einfach nur, falls der große Hunger kommt. Guck mal, sie haben es jetzt gut gelagert auf jeden Fall. Aber es ist nicht nachhaltig. So, Erklärbecken abgeschlossen. Ja, dann machen wir noch einen. Der wartet jetzt. Mal gucken, ob das quasi aufgeht, 2 zu 1. So, Analysebericht erhalten. Ja, also nichts Neues. Keine neuen Infos. Und das ist so ein bisschen traurig. Das heißt, wir machen den hier wieder weg. Den brauchen wir nicht. Der kann woanders arbeiten.
Und jetzt gucken wir mal, wie viele Mahlzeiten der macht. Der macht jetzt genau 10 Stück, also einmal. Und dann hat er Abfälle. Was mache ich mit dem Abfall? Biologische Abfälle können auch Prozesse... Ah, okay, auf jeden Fall finden die Verwertung im Bodendünger und regenerieren unsere Anbauflächen. Okay, anbauen konnte ich jetzt bisher noch gar nicht. Okay, ich bin super anbaulos. Aber das wäre auch das Erste, Leute, was ich machen wollen würde. Für mich ist immer sofort Trinken und Essen, das muss so schnell wie es geht geklärt werden. So, der hat jetzt hier ganz kurz was reingetan, aber anscheinend noch nicht genug. Und der hat geklärt seit 1000 Jahren. Holy shit. So, Schritt abgeschlossen. Sehr gut. Da nun Giftwasser und Stachelpflanzen ausgesetzt sind, erscheint es unvermeidlich, dass jemand erkranken wird. Oh no. Was machen wir dann? Angst und Unsicherheiten können ebenso tödlich sein wie jede Krankheit. Wir haben es bereits gesehen. Ganze Familien, die sich entscheiden, ihr Glück alleine in der Wüste zu versuchen. Nur um dann durch Einsamkeit dahin gerafft zu werden und Sande zu landen. Um unseren Bürgern zu sich zu geben, sollten wir eine Krankenstation bauen, einen Doktor zuweisen. Das ist witzig. Und unsere neuen... Wissen so total okay. Wohnraum zufriedener. Es sind 4 Kategorien unterteilt. Wohlbefinden, Freizeit, Kultur und Wissen. Jede Kategorie bietet bestimmt Boni, wie die Verbesserung. Okay, Zufriedenheit, steigende Pflanzen. Das ist witzig. So, okay. Jeder Bonus hat einen Rang. 1, 2, 3. Verbesserung der Zufriedenheit wird durch Boni entsprechendes Rangs eingesetzt. Überlegene Rangboni ermöglichen es dir, höhere Werte zu erreichen und können geringere Rangboni ersetzen. Konsultiere die Heatmaps für die Zufriedenheit, um passende Orte zu finden. Beachte die Gebäudeinfos im Baumenü, um zu wissen, welche sich auf das Wohlbefinden quasi entsprechend auswirkt. Ja, das haben wir schon gesehen, dass einige sich dann beim Bauen entsprechend sehr, sehr freuen. Wir gehen jetzt hier Richtung Gesundheit. Das will das Spiel ja quasi. Möglichst dir kranke Bürger zu heilen, schalte eine neue Methode frei, um Wohlbefinden statt zu sorgen. So, ist das hier die Heilmittelproduktion? Okay. Da, wir haben jetzt die Krankenstation. Die kostet ganz schön viel Stein. Wir müssen bald Stein abbauen. Wir machen mal Folgendes. Wir trimmen hier erstmal diesen Stein hier weg. Sieht aus, als wenn sie so wie Blumen nachwachsen. Ne? Dann bauen wir eine Krankenstation. Oh, die hat aber Range. Das ist gut. Mal gucken, wohin wir noch... Ich glaube, ich baue hier in diese Richtung weiter. So, wir bauen eine Krankenstation. Wir müssen den zuweisen. Erreiche 4 Wissen in der Stadt. Erreiche Wohlbefinden 8 in der Stadt. Okay. So, habe ich ein Gebäude hier noch nicht? Wir haben die Krankenstation. Ja, nee. Das heißt, haben wir alles gemacht. Geforscht haben wir ebenfalls. Hier könnt ihr so sehen, dass die Forschungspunkte, dass die erzeugt werden nach wie vor. Also hier, die sind jetzt nicht faul. Ja, Wissensbonus 0% ist ein bisschen kacke. Aber it is what it is. Gesund sind noch alle. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein festes Ereignis kommt, dass ich jetzt hier super viel Gesundheit mit Eimer verliere. Das wäre nicht so cool. Genau, zubereite die Masse 65% der Hungeranzeige auf. Deine Bürger verbrauchen 60 Einheiten pro Zyklus, wenn sie nur zubereitete Mahlzeiten zu. Ja, das ist halt krass. So, der arbeitet jetzt hier. Ich habe halt so Angst, dass alles schief geht. Dass ich mich total unterversorge. Also für mich, wenn das. Jetzt braucht er 67. Aber das liegt vielleicht an den Mahlzeiten. Ich meine, irgendwann habe ich ja keine Pilze mehr. Wir machen die mal trotzdem weg. Ich dachte, die sind invasiv. Ich dachte, von hier breitet sich das vielleicht aus. Aber macht er ja noch gar nicht. Wir machen auch das Krankenhaus und dann gucken wir, was das macht. Und dann ist zumindest laut meiner Uhr langsam Schluss für heute. So. Aber es ist ein sehr schönes Kaffee-Game bisher. Es ist richtig geil zum Chillen. Es ist nicht so aggressiv, wie ich es zuerst Angst hatte. Also in der Wüste, Leute, das Schlimmste, was es gibt, wäre für mich wirklich Wüste. Kein Wasser, kein Nothing. Na, Dune habt ihr ja alle wahrscheinlich geguckt. Komplett Horror. Wäre für mich der größte Horror. Ich würde so sterben. Und Durst und Hunger, Leute. Das sind meine beiden größten Erzfeinde auf jeden Fall. So. Überlege, verfügbare Bürger 3.
Zwei nur noch. Oh, das ist wenig. Ja, auch mal so hier. Dass die Klärbecken auf jeden Fall sehr, sehr effizient sind. Das wäre so mein Traum. Aber die fischen das wirklich langsam raus. Wir können natürlich die Geschwindigkeit noch erhöhen, aber ich mag eigentlich dieses ruhige Tempo. So, ein Rangstück ist für Unfall eine Behandlung. Okay. Die Dauer der Behandlung und die Menge der Heilmittel sind jedoch unterschiedlich. Wird ein Bürger behandelt, kann er keine anderen Aufgaben ausführen. Das ist ein Nachteil. Idealerweise sollte man seine Bürger immer vor Leid schützen. Das ist true. Prävention ist viel besser. In der Krankenstation kannst du bestimmten Krankheiten behandeln, indem du mehrere Ärzte zuweist. Kannst du gleichzeitig die größere Anzahl an Bürgern heilen. Manchmal werden Heilmittel benötigt, um sie zu produzieren. Da muss man eine pharmazeutische Fabrik bauen. Dauer und Kosten der Behandlung. Das ist geil, Leute. Das ist ja hier... Das ist ja hier amerikanisches Gesundheitssystem. Hitzekollaps. Okay. Erreiche 4 Wissen in der Stadt. Okay, also bisher ist keiner kaputt oder sowas. So. Und das Forschungszentrum tüdelt und macht nach wie vor. Was ist das? Technologieartefakte. So, Heilmittel, ja. Also Heilmittel haben wir noch da, offensichtlich. Mahlzeiten machen die Leute auch sehr, sehr glücklich. Cool. Na gut. Für heute soll es das mal gewesen sein. Ist ein sehr schönes, ruhiges Spiel. Hat ja aktuell eine Rabattaktion passend zum Release. Guckt da sehr, sehr gerne in die Beschreibung. Ich persönlich mag solche ruhigen Aufbauspiele. Das ist für mich immer am Laptop cool, wenn ich mal nicht so... Also manchmal will man keine stressigen Games haben, sondern wirklich in Ruhe aufbauen. Vor allem kann man ja hier noch entsprechende Runs und so weiter noch abspeichern. Und also ich bin auch ein Reload-Scammer, ne? Das bist ja natürlich. Na, das ist kein Problem für mich. Danke, geht nochmal raus an Synergy und natürlich an Goblins Studios. Tobt euch da gerne aus. Die freuen sich da auf jeden Fall. Geht auf die Steam-Page und schaut euch um. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen wundervollen, entspannten Nachmittag. Bitte kein Hunger, bitte kein Durst. Das kann ich nicht sehen, diese Stats. Na, oh, das Wasser ist schon wieder niedrig. Na, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.